Der namenlose Held ist in der Umgebung des neuen Lagers auf Snapperjagd. Ja, dann schaue ich mal hier weiter hoch, aber das könnte sein, dass hinter der nächsten Ecke Raptoren lauern oder irgendwelche, hallo, Höhle. Irgendwelche Viecher? Seraphis, Seraphis und Seraphis? Oh, scheiße. Es erfolgt mich nicht gut. Das war ein Bluthund. Merken, da ist ein Bluthund. Aber ich muss ja da nicht reingehen. Ich kann ja hier weiterlaufen. Und entdecke vielleicht noch irgendwie eine Wiese mit 500 Scavengern. Nein, 400. Ich habe ja noch 400 Pfeile. Also 397. Oh, das wäre schön. Das wären 500 mal 50 Erfahrungspunkte, so ungefähr. Was ist das hier? Wofür das hin? Ist das schon Orkland oder Trollgebiet oder Echsenmenschen oder... Ach du Scheiße. Oh, oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, ich soll hier noch nicht hin. Das ist jetzt offenkundig. Gut, damit ist das Jagdgebiet auch erstmal dann abgegrast. Wo könnte es denn weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal wieder im Schnelldurchlauf so ein bisschen rumlaufen und gucken. Wobei, hier oben könnte es doch hochgehen, oder? Komme ich da hoch? Hier auf diesen grünen Absatz über mir? Kann ich hier vorne irgendwo klettern? Nee, das ist zu hoch. Ja, es ist zu hoch. Okay, also Schnelldurchlauf, Suche nach neuem Jagdgebiet, beziehungsweise ich werde erstmal gerade in Schreiks Hütte übernachten und dann geht's weiter auf Jagdgebietssuche. Und da geht's weiter. Ich war gerade im neuen Lager, hab nochmal beim Reislord und bei Wolf geschaut, ob die Pfeile haben. Haben sie leider nicht. Naja, Pech gehabt. Lurker, was ist denn da nur zu kratzen und zu schnüffeln? Hier spielt die Pfeilemusik. Ah, ich muss näher ran. Ich finde eine Lurkerhaut und zwei Lurkerklauen und bekomme 100 Erfahrungspunkte. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, was hier oben rechts war. Waren da Feuerwarane? Das könnte sein. Falls ja, schieße ich denen mal in die Rücken... wie nennt sich das? Flosse? Nee, Flossen sind es ja nicht. In den Rückenkamm. Es ist so seltsam friedlich hier, aber das täuscht bestimmt. Was ist das hier eigentlich? Wer hat das hier gebaut und warum und wo ist er hin? Niemand weiß es. Da hinten ist nochmal so ein Zaun. Oh. Wölfe. Speichern. Oh Mann, ich treff nicht. Ach doch, jetzt. Oh, Blattschuss und dann kommen die nicht, oder wie?
Gut. Das waren 4x6, 240 Punkte. Ja, kann sich auch sehen lassen. Und es gibt 4 Wolfsfälle und 8 Wolfszähne. Ja, genau. Immer schön den Viecher das Fell über die Ohren ziehen. Was ist denn das hier? Hier war ich noch nie richtig. Warum ist hier so ein Zaun? Ach, hier ist ein Weg. Führt der irgendwo hier unten hin, wo ich schon mal gewesen bin? Oder ist das hier das Orkland schon? Müsste eigentlich fast. Höllenpilz und Sklavenbrot. So, wie Sklavenbrot und Sklavenbrot. Hier raschelt irgendwas, das erschreckt mich. Ja, diese Zäune, das ist ein alter Weg. Deswegen sind die Zäune da. Was ist denn das da unten? Das ist doch dann schon die Senke. Wobei, dieser Turm, nee. Hier unten waren die Wegelagerer. Die habe ich mal geplättet vor einiger Zeit. Was ist denn das hier dann? Das ist doch irgendwie so ein Gebiet oberhalb der Hütte von Kavalorn. So gefühlt. Und hier gab es Wölfe. Wenn ich das mal früher gewusst hätte. Das ist doch jetzt der Weg, richtig? Ja, das ist der Weg. Der Weg vom neuen zum alten Lager. Da muss ich jetzt nicht hin. Ich bleib hier oben. Weil hier auf dieser Alm bin ich so noch nicht gewesen. Und dieser Turm hier... Ist da jemand? Nee. Oh, Herr Jemine. Da ist was. Da kommt man aber nur mit Telekinese ran. Oder gibt es irgendwie die Möglichkeit... Nee, hüpfen wirst du da nicht können, oder... Oder kannst du da stufenartig hoch? Das könnte vielleicht gehen. Also, Telekinese kann ich im Moment sowieso noch nicht. Also kann ich es auch mal mit Klettern probieren. Und dazu müsste ich hier irgendwie runter. Also, die nächste Abfahrt rechts. Das ist Kavalons Hütte. Und hier ist ein Farn, der mir den Weg versperrt. Der Farn des Todes. Oh, hier Waldbärchen. Böser Quer. Noch nicht gepflückt. Kann ja gar nicht wahr sein. Hupsala. Ich will doch hier klettern. Oder muss ich ja klettern? Nee, muss ich gar nicht. Bleib mal hier oben. Wobei, jetzt ist vielleicht Klettern doch besser. Einmal so. Und dann geht's hier nicht runter, weil da Zweig im Weg ist. Ich glaub's nicht. Es geht doch. Hier. Ach ja, hier waren diese Banditen, richtig? Was ist denn das hier? Spitzhacke und Becher? Naja. Den Weg bin ich mal gelaufen. Hier links waren die Snapper in so einer kleinen Höhle und rechts waren die Wegelagerer. Aber so richtig weit bin ich den Weg noch nicht gekommen. Und vor allen Dingen habe ich hier diese Turmruine auch nicht gesehen. Wo sollten die sein? Da oben ist die. Wie komme ich denn da hin? Hier rüber? Ja, so. Kann das funktionieren? Oh. Ah, es geht. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich dann überhaupt wieder weg? Ich speichere mal lieber. Ich glaube zwar nicht, dass es hier Ecken gibt, wo man... Ach, da ist überhaupt eine Brücke. Also über diese Klamm. Ich glaube zwar nicht, dass es hier Ecken gibt, wo man nicht so wieder rauskommt. Aber wer weiß. Tür? Die geht auf. Hier drin ist sogar eine Truhe. Holla. Da war nicht viel drin. Ich finde eine Schriftrolle Feuerpfeil. 7 Pfeile, 69 Erzbrocken, ein grobes Schwert, eine verwitterte Axt und einen einzelnen Dietrich. Das wäre auch eine Truhe gewesen für so Starter, aber die hätten irgendwie an diesen Snappern vorbeikommen müssen. Oder hier oben halt lang, über diese Brücke.
Tja, wenn man manches vorher gewusst hätte. Aber es ist schon okay, dass man nicht alles vorher weiß. Ist ja auch langweilig. Ja, da oben ist nochmal so ein Absatz mit einer Leiche und die hat einigen Kram. Wie komme ich denn da vielleicht hin? Kann ich mich hier auf diese Mauer hochziehen? Geht das? Ja, das geht. Das geht auch. Das geht auch. So, hier geht es jetzt nicht weiter. Wenn ich da jetzt drauf zu springen versuche, das wird doch bestimmt nicht funktionieren. Speichern. No, doch, geht. Schick. Ich finde einen Pfeil und noch einen und noch einen und einen Vollstrecker. Was ist denn das? Bestimmt ein Zweihänder. Vollstrecker, ja. Nee, ein Einhänder. Wow. Benötige Stärke 80. Wow, das ist eine der besseren. Ich würde schon fast sagen, eine der besten Einhandwaffen. Hier. Kann ich auch sogar noch bis ganz nach oben. Meine Neugier ist geweckt. Leider gibt es hier gar nichts mehr. Oh, ist das Mosch hier. Aber ich kann mal ein bisschen die Lage auskundschaften. Also da bin ich langgelaufen. Hier unten in dieser Klamm war ich, wo die Bretterwand da steht. Weiter bin ich noch nicht gelaufen. Da hinten könnte ich mal auch schauen. Hier oben war ich gerade. Da führt auch ein Weg weiter. Aber das ist alles Ork-Gebiet meiner Ansicht nach. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwelchen Orks in die Arme laufe. Könnte aber grundsätzlich funktionieren. Meine Fresse. Ich sehe es schon, ich werde mir massiv den Hals brechen hier bei dem Zurückklettern. Wie kann man hier überhaupt zurückklettern? Ah! Ja, toll. Aber es war glimpflich. Wieso sind die Tür zu? Was ist hier drüben? Gar nichts, hätte man einfach drauf laufen können. Und das ist der Weg zum alten Lager, genau. Gut, dann werde ich mal hier unten rum weitergehen. So, ab hier ist es Neuland. Und potenziell Ork-Gebiet, darum was essen und speichern. So, meine Lieben. Ihr geht wohl im Nahkampf. Nee. Doch. Du warst noch nicht dran. Immerhin 30 Punkte. Ne, Kleinvieh macht auch Mist. Und 3 Wanzenfleisch. Ah, ein kleiner Tümpel mit einem kleinen... Ach du Kacke. Moment mal, Feuerwaran, ist der alleine? Hier beißt mich nichts von hinten. Nee, die sind zu zweit. Zu zweit geht aber vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob die Feuer spucken. Ich glaube, das können sie. Ach, nicht der Lurker. Oder doch? So, das hat die nicht gestört. Feuerwaran. Okay, ich mache durchaus Schaden. Die aber vermutlich auch, wenn sie mich zu fassen kriegen. Also ist genau das zu vermeiden. Ja, die machen Feuer im Nahkampf. Was mir als Fernkämpfer erstmal reichlich egal ist, solange ich dann genug Pfeile habe, was nicht der Fall ist. Und sie hören auf. Ah, das dauert jetzt irgendwie so 50 Pfeile, bis ich da einen platt habe.
Zum Glück scheinen sie im Nahkampf nicht die allerschnellsten zu sein. Es könnte also klappen. Ja, ich war ihnen immer einen Nasenhänger voraus. Oh. Okay, also ein einziger Treffer von den Viechern macht mich kalt. Beziehungsweise warm. So, hier bin ich wieder. Da ist der Lurker. Lurker haut zwar Lurker klauen. Ich habe ihn diesmal ein bisschen hergelockt. Ja, theoretisch kann ich die ja im Fernkampf alle machen. Die geben bestimmt 200 oder 250 Punkte jeweils. Ah, die kann ich gut gebrauchen. Außerdem ist da hinten eine Höhle und ich bin neugierig. Am besten, ja gut, ich könnte jetzt natürlich so weitermachen wie bisher und mich einfach nur nicht erwischen lassen. Also ein bisschen vorsichtiger sein, das würde schon irgendwie funktionieren. Aber vielleicht ist es auch am günstigsten, wenn ich mir da oben auf dem Absatz eine Stelle suche, von der aus ich einfach runterschießen kann. Das wäre zwar gemein, aber wer mich im Nahkampf mit einem einzigen Haps kalt macht, der hat es auch nicht besser verdient. Leider komme ich ja nicht hoch. Hier? Ach, Menschenskinder, Held. Nochmal ganz langsam. Das hier ist ein kleiner Hügel, den kann man hochlaufen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und hier kannst du nicht klettern, Scheiße. Oder? Nee. Kannst du nicht, es ist nicht dazu gedacht. Ja, irgendwie, upsala. Kommt mal, ups, das ist der Baum, aha. Ja, toll. Ich wollte springen und das war das Ergebnis. Nee, das ist nicht so gedacht, das will ich also auch nicht ewig probieren, hier irgendwo die Wände hoch zu glitschen. Nee. Komm ich da hoch? Ja, dann laufe ich halt unten rum. Wenn das so schwierig ist, hier mal hoch zu robben, dann halt alles manuell. Einmal möchte ich das gerne probieren, wenn ich in den nächsten paar Minuten da auf diesen Absatz finde. Und der ist hier links gefühlt. Aber hier komme ich da so nicht hin. Nee, das muss anders gehen, wenn es überhaupt anders geht. Ansonsten lasse ich es halt für den Moment, weil das ist mir doch ein bisschen zu doof, da so ewig drauf zu schießen. Da brauche ich ja wirklich 50 Pfeile pro Feuerwaran. Und da muss ich mich echt fragen, ob es das überhaupt wert ist. Ach, hier sind die beiden Typen. Ich gehe mal durch. Ah, okay. Lass mich durch. Seraphis? Was ist denn das da? Was ist das? Das ist eine Urkunde, oder? Ja, scheiße. Das sind Orks. Oh je. Da wollte ich runter. Hält. Bogen weg. Jetzt erklär mir mal, dass du hier nicht hochkommst. Also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. So. Hier, wenn ich hier runterrutsche, lande ich ganz unten. Nee, dann lande ich auf genau dem Absatz, auf den ich eigentlich wollte. Also hier runter, das tut da nicht so weh. Vielleicht sogar. Oh, meine Fresse. Ich gucke nochmal gerade oben, ob hier irgendwas wächst. Das wäre natürlich noch das Allergrößte. Aber nicht ganz auszuschließen. Also in dieses Ork-Gebiet mit diesen Ork-Hunden und Orks laufe ich erstmal nicht rein. Aber hier unten, das ist doch noch einen Versuch wert, einen Versuch mir den Hals zu brechen. Hier ist es ein bisschen geneigt. Der geneigte Held kann hier runterrutschen. Jawohl, wie dafür gemacht. So, da unten sind sie. Ich muss mir jetzt eine Position suchen, von wo aus sie nicht unter mich laufen können, was natürlich schwierig wird. Speichern. Ich suche immer noch die bestmögliche Stelle. Vielleicht hier die Birne von dem da.
Schuss. Ein paar kritische Treffer wären jetzt richtig, richtig schön. Eigentlich ist jeder dritte Schuss knapp. Ein kritischer Treffer, aber nicht bei mir. Hält. Schieß ihm die Flossen weg. Ich lasse ihn mal wiederkommen. Der kommt bestimmt gleich wieder, richtig? Jetzt rennen die da in die Höhle. Ach, sind die doof. Da sind sie. Super. Das nützt mir mal gerade gar nichts. Ah, ich bin abgeprallt. Scheiße. Wenn es so einen Flammeneffekt gibt, dann war es ein Treffer. Der eine ist angezählt. Oh, hurra, der erste ist platt. Scheiße, der zweite macht mich gleich zu Grillwürstchen. Schieß, Held, schieß. Scheiß auf die Pfeile, schieß einfach. Der ist im Wasser, der kann eigentlich gerade kein Feuer spucken. Ja, ab und zu treffe ich. Ja, 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 gleich, 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 gleich. Oh, meine Fresse, das war mir ein bisschen zu viel Aufregung eigentlich. Was finde ich denn Schönes? Was, die haben nur Krallen dabei, ist sehr erbärmlich. Ich dachte irgendwelche, oh, Höllenpilze, Leder, Feuerlappen. Hier, Sklavenbrot. Die nächsten vier Klauen. Sklavenbrot. Rabenkraut. Sklavenbrot. Ah, ich sehe nicht so viel. Ist das irgendwas? Nee. Höllenpilz und Sklavenbrot. Ja, auch nur so eine kleine Ecke hier. Und hier... Ach nee, hier. Höllenpilz und... Was ist das? Höllenpilz? Was war das hier? Flammendorn. Wow. Sklavenbrot und Höllenpilz. So, weiter sollte ich hier nicht in diese Ecke reinlaufen. Das ist zu gefährlich. Da sind Orks unterwegs. Wie gesehen. Wenn ich noch irgendwas jagen will, dann muss ich mir noch andere Plätzchen suchen. Von denen, ja, ich wiederhole mich, ich im Moment nicht so genau wüsste, wo sie sein sollen. Also, mal kurz Lage checken. Ich bräuchte noch ungefähr knappe 3000. Naja, 5000 waren es vor einiger Zeit, jetzt sind es nur noch 3000. Ja, es geht eigentlich. Speichern. Gut, dann laufe ich mal noch so ein bisschen immer rechts herum. Weiter allerdings das Orkland und will mal schauen, ob ich noch irgendwelche Jagdgründe finde. Aber ich habe mich gerade dazu entschlossen, dann doch zur alten Biene zu gehen. Das ist vielleicht auch eine Frage der Pfeile. Ich muss ja in der alten Biene gegen irgendwelche Minecrawler kämpfen und dazu brauche ich auch Pfeile. Und ich habe noch nicht mehr so viele. 320, das reicht vielleicht gerade so. Ja. Nee, dann beschlossen und verkündet. Es geht jetzt auf zur alten Mine. Und das Ganze im Schweinsgalopp. Aber ich überlege gerade, wo es denn kürzer ist. Ich glaube, fast da vorne rum ist es kürzer. Ja, also im Schweinsgalopp auf zur alten Mine. Hier ist sogar noch eine Mole Rat. Man mag es ja gar nicht glauben. Aber die nutzt mir auch nicht viel. Einmal. Hallo, Held. Held? Held, du willst mich gerade wieder ärgern. Hier ist eine Mole Rat. Da kann man sich bücken und Fleisch rausschneiden. Mann, oh Mann. Unterwegs gab es eine Steinwurzel. Im Schweinsgalopp.
Ja, jetzt muss ich nicht mehr beschleunigen. Hier vorne ist ja schon das alte Lager. Nein, die Mine des alten Lagers. Und da drin ist noch ein Gardist, der mir all mein Erz abnehmen möchte. Dagegen muss ich auch irgendwas tun. Und Garatz braucht auch aufs Maul, weil der hat ja den einen Erzbuttler abgezogen. Dessen Erzschulden ich dann aus eigener Tasche beglichen habe. Das muss ein Ende finden. Das ist vielleicht sogar das Erste, was man so machen könnte. Das hieße. Gardist, er hat eine Gardistenrüstung. Scheiße. Naja, im Fernkampf geht's vielleicht. Speichern. Aber warum unbedingt? Auf Konfrontation setzen. Ich kann auch heimlich, still und leise. Ihn hier beklauen, oder nicht? Truhenschüssel öffnet Garats Truhe vor der alten Mine. Dreckiger Dieb! Ich werde dir die Hände waschen! Oh Mann, Held! Was war denn das für eine Aktion? Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Oh, da gehe ich ins Inventar, statt zu schleichen aufzuhören. Schnell, komm, Gluck. Gluck, der ist gerade im Fernkampf, das kann ich auch. Das kann ich sogar besser als er. Wenn ich irgendwann mal meine Schinken finde, mich hochheilen. Also, wo bist du, Garatz? Na warte, ich kann auch zurückschießen, das glaubst du, aber leider treffe ich noch nicht. Also ich treffe schon, aber es macht alles keinen Schaden. Doch, jetzt. Hey, läuft doch. Ich darf ihn nur nicht umschießen, das gibt schlechtes Karma. Ja, 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 gleich, 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 gleich. Ich finde deinen Schlüssel, 10 Erz, einen Apfel, einen Käse, 9 Bolzen, ein Gardeschwert und eine leichte Armbrust. Ja, dann halt mit der groben Kelle. So, komm, Futter was? Ach komm, steh auf, tu nicht so. Die paar Pfeile im Bauch. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das glaube ich allerdings nicht. Lass mich vorbei. Nö. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Lass mich vorbei. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ich lasse dich überhaupt nicht vorbei. Kann schon sein. Schups, geh doch weg. Lass mich vorbei. Nein. Ich glaube, du spinnst. Schade, dass das nicht nochmal 150 gibt. So, jetzt. Speichern. So, jetzt Ruhe. Du Ratte, Finger weg, dir zeig ich. Du Ratte, Finger weg, dir zeig ich. Du Ratte, Finger weg. Wein, Bier, Wasser, Brot, Käse, Fleisch. Moment mal, ich hab mit irgendwem Ärger mit dir da oben. Du Ratte, Finger weg, dir zeig ich. Du Ratte, Finger weg, dir zeig ich. Und 132 Erz. Du Ratte, Finger weg, dir zeig ich. Irgendwer beschwert sich, wer denn? Garatz wohl nicht. Die hier sind friedlich. Und der Typ auf dem Turm, habe ich jetzt ein Problem mit dem? Nee, der würde doch schießen, oder? Held, das ist eine Leiter. Du stehst direkt davor. Die kann man auch benutzen. Ach. Garatz, was machst du? Jetzt läufst du zum Ausgang und wieder zurück. Ich verstehe dich nicht. Ja, ich glaube, das war Garatz Tour, aber warum konnte ich die nicht einfach so aufsperren? Für Gomez. Für Gomez. Ne, wir haben kein Problem miteinander. Warum konnte ich die Truhe nicht mit Garatz Schlüssel aufsperren?
Ich musste sie knacken, das verstehe ich nicht. Ratte, Finger weg! Du Ratte, Finger weg! Dir zeig ich! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist böse auf mich? Du? Für Gomez. Für Gomez. Den Streit vergessen wir, okay? Oh, wie sie alle den Schwanz einziehen plötzlich. Miguel. Für Gomez. Für Gomez. Handeln. Ja, ja, komm, ich will sehen, was du hast. Du hast, du hast Erz und du hast Pfeile. Heilkräuter, Nachtschatten. Nachtschatten regeneriert Leben. Bergmoos auch. Nee, das will ich alles nicht haben. Aber die Pfeile, genau. So, Betty, das ist das Schwert von Skinner. Das ist eine Zweihandwaffe, die man mit Geschicklichkeit führt. Ich werde aus rollenspielerischen Gründen allerdings beim Stab bleiben, also kann die Betty weg, aber die ist ja 1700 wert. Oh, war ja. Und der Vollstrecker auch sogar noch viel stärker. Also wertvoller. Dann Stahlgeflecht. Ist das hier Gardeschwert? Das ist das von Garatz. Das kann er sicher wieder auslösen bei Miguel. Hier so ein bisschen Kram. Habe ich noch was Kleines zum Drangeben? Einen Becher ganz zu kriegen. Pfeifen. 203. Dann nehme ich mir die zwei Fackeln wieder hier. Zack, zack. So. Ach, wieder vier. Scheiße. Kriegst du noch eine Pfeife? Komm. Darauf gepfiffen. Das ist mein Handel mit dir. Ende. Und jetzt nochmal Wachenauges hier durchgelaufen. Nicht, dass hier doch noch irgendwo eine Truhe steht, die Garatz-Truhe heißt. Gequatscht wird viel. Erstmal abwarten. Es wird nicht so hier nicht. Gegessen, wie es gekocht hat. Erstmal abwarten. Aber behalte es. Es wird nicht so heiß gegessen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Die bewachen irgendwas. Für dich muss nicht gleich jeder wissen. Nee, keine Kiste. Da oben geht's auch nicht rauf. Nein. Bist verlassen, es ist ebenso. Manche lernen eben gar nicht. Ich würde sagen, das war's. Speichern und dann geht's gleich in die alte Mine. Und hinein. Da unten gibt's Prügel für Gardisten und Minecrawler. Aber all diese schönen Dinge gibt's dann erst im nächsten Teil. Bis dahin.